Normalerweise begrüßen wir euch an dieser Stelle mit einer kleinen Geschichte zum Tag. Doch heute haben wir leider nichts Spannendes gefunden. Oder wollt ihr etwas zum indisch-chinesischen Grenzkrieg von 1962 oder dem NATO-Gipfeltreffen 2002 hören? Naja, das dann wohl lieber doch nicht. Das sind unsere Themen heute. Kinderspiel mit Kind an der Uni. Wie geht das? Sportspiel, ein Blick auf exotischen Hochschulsport. Trinkspiel, wer hat die beste Bohne auf dem Campus? Ratespiel, unterwegs mit Tobi. Kein Spiel, purer Ernst in unserer neuen alten Telekolumne. Was es mit unserer Telekolumne auf sich hat, das erfahrt ihr später. Jetzt gibt es erst einmal die News aus der Medienwelt und vom Campus mit Michael Schuh. Die Welt kompakt druckt Internetlinks künftig nicht mehr in Textform ab, sondern so verschlüsselt, dass sie für ein Handy lesbar sind. Einfach die Handykamera auf den sogenannten QR-Code richten und einlesen. Dann wird der Handybrowser samt Webadresse aufgerufen. Es sollte eine Hightech-Auszählung werden. Wie letzte Woche berichtet, wurde in Hamburg ein voll digitaler Wahlschiff präsentiert. Doch die Wahlhelfer werden jetzt wohl doch auszählen müssen. Die Sicherheitslücken des Wahlstifts sind einfach zu groß. Amazon hat ein elektronisches Gerät zum Lesen digitaler Bücher vorgestellt. Das E-Book Kindle kann rund 200 Bücher speichern und wiegt nur 300 Gramm. Elektronische Bücher, Zeitungen und Magazine können auf das mit drahtlosem Internetzugang und Tastatur ausgestattete Lesegerät direkt ohne Computer heruntergeladen werden. Eine seltsame Entwicklung. Im Kino locken die gezeichneten Helden die Massen, doch die Comicauflagen sind im Keller. Jetzt sucht die Branche die jungen Leser dort, wo sie sich herumtreiben. Spider-Man und Co. gehen jetzt online. Seit Dienstag bietet Marvel über seine Webseite Zugang zu rund 2500 Vollausgaben klassischer Comicserien, natürlich gegen eine Abogebühr. Die Deutsche Bahn erzielt über ihren Internetauftritt bahn.de momentan überdurchschnittliche Einnahmen aus Online-Werbung. Hintergrund ist das erhöhte Kundeninteresse an den Streikauswirkungen. Der Bahnkonzern profitiert dabei von Werbeanzeigen, die auf den Seiten eingeblendet werden. Für Computerspiele-Begeisterte berichtet seit Montag ESL TV via Internetstream über die Top-Events der Electronic Sports League. ESL TV tritt damit an die Stelle von Giga 2, das zum 15. November eingestellt wurde. Im Januar startet die ARD einen Hörspielableger der erfolgreichen Tatort-Reihe. Jede Sendung wird etwa 55 Minuten dauern. Für uns hier in Saarbrücken sind die Radiosender SR2 und SWR2 beteiligt. Doch nach der Ausstrahlung ist der Tatort auch eine Woche im Online-Archiv abrufbar. Wie das Kölner Sozialgericht am Montag entschieden hat, gelten die Wortbeiträge von Dieter Bohlen und den anderen Jurymitgliedern in der RTL-Castingshow DSDS als künstlerische Beiträge. Aufgrund dieses Entscheids muss RTL nun nachträglich rund 170.000 Euro an die Künstlersozialkasse zahlen. Am 28. November findet zum zweiten Mal in der Aula der E-Learning Day statt. An diesem Tag wird die Leistungsfähigkeit und Kompetenz der Universität beim Einsatz der neuen digitalen Medien in Lehre und Studium, Forschung und Entwicklung präsentiert. Neben der Präsentation der bisherigen Erfolge und laufenden Projekte dient der E-Learning Day vor allem auch dem fachlichen Austausch. Nachdem wir in der letzten Woche über die Kinderuni berichtet haben, spielen Kinder auch in unserer heutigen Sendung wieder eine Rolle. Könnt ihr euch zum Beispiel vorstellen, neben dem Studium, also neben all den Klausuren, Vorlesungen, Seminaren und was man sonst noch alles im Studentenleben zu tun hat, Kinder zu erziehen?
Ich stelle mir das Ganze ziemlich stressig vor. Ab und zu mal babysitten ist ja okay, aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt schon eigene Kinder, müsste das alles unter einen Hut bringen. Ich denke, das erfordert schon ein ganz schön großes Organisationstalent. Aber wir haben eine junge Studentin getroffen, die neben ihrem Studium zwei kleine Kinder erzieht und die das alles ganz gut schafft. Die Universität des Saarlandes wurde in diesem Jahr als familienfreundliche Hochschule ausgezeichnet. Das Audit Familiengerechte Hochschule versteht sich als strategisches Managementinstrument, das Wege aufzeigt, wie die Vereinbarkeit von Beruf bzw. Studium und Familie verbessert werden und langfristig in der Hochschulpolitik verankert werden kann. Doch wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Wir waren zu Besuch in der Kindertagesstätte des Studentenwerks und haben dort die 25-jährige Jurastudentin und zweifache Mutter Eva getroffen. Das war bewusst so geplant, weil ich, mein Mann arbeitet halt schon und daher ging es finanziell eben. Und dann haben wir gesagt, ist die Zeit jetzt eigentlich ganz günstig. Betreut werden in der Kita vornehmlich Kinder von Studierenden. Für Studierende kostet ein Krabbelstuben-Ganztagsplatz 234 Euro, ein Krabbelstuben-Halbtagsplatz 134 Euro. Hinzu kommen dann ein Mittagessen pro Tag, 1,25 Euro. Die Kindertagesstätte des Studentenwerkes orientiert sich bei der Erziehung an multikulturellen Grundwerten, da Kinder aus aller Welt betreut werden. Eva ist begeistert von der Kita. Also die hat auf von morgens 7:30 bis 5:00. Die Kinder machen dort halt Mittagsschlaf, wenn sie noch unter 3 sind. Und also ich finde es so gut. Meinem Sohn gefällt es dort auch. Das merke ich daran, dass er in den Kindergartenferien relativ unausgeglichen ist. Mit seinen 21 Monaten gehört Justus zu den Jüngsten in der Kita. Wir betreuen in der Kindertagesstätte des Studentenwerkes 60 Kinder im Alter von 19 Monaten bis 6 Jahren in 4 altersgemischten Gruppen. Existieren 4 Kindergruppen. In jeder Gruppe befinden sich 15 Kinder. Davon sind 5 Kinder im Alter zwischen 19 Monaten und 3 Jahren und 10 Kinder im Alter von 3 bis 6. Und die Kinder werden von 2 Fachkräften betreut. Die Pädagogik richtet sich nach den Bildungsbereichen, die im Bildungsprogramm für saarländische Kindergärten festgelegt sind. Daneben gibt es gruppenübergreifende Angebote wie Musik, Bewegung, Projekte und Exkursionen außerhalb der Kita. Wie aber bekommt man Kinder und Studium unter einen Hut? Wir haben Eva gefragt, wie die anfängliche Unterstützung von Seiten der Uni, insbesondere der juristischen Fakultät, aussieht. Keine. Sagen wir es mal so, ich konnte die Abschlussklausur nicht mitschreiben von unserem Semester und musste so ein paar Behördengänge unnötigerweise hinter mich bringen. Also es war alles in allem relativ unerfreulich. Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der juristischen Fakultät hat sich die Jurastudentin und junge Mutter aber durchgekämpft und nicht locker gelassen. Die Beratung und Information durch das Projekt Audit Familiengerechte Hochschule hat ihr dabei sehr weitergeholfen, weil sie sich in den Händen der Frauenbeauftragten sehr gut aufgehoben fühlt. Heute war ja mal wieder ein richtiger grauer, nasser Novembertag. Es hat dauernd geregnet, da ist irgendwie die Stimmung schon mies und am liebsten würde ich da den ganzen Tag auf meiner Couch rumsitzen vor dem Fernseher. Ich kann mich da irgendwie gar nicht motivieren, in meine Sportklamotten zu hüpfen und zum Beispiel eine Runde durch den Wald zu joggen oder irgendwie so. Wie geht's dir denn, Stefan? Du musst ja nicht rausgehen, um draußen Sport zu machen. Du kannst ja auch mal in die Halle gehen. Denn es gibt viele, viele Sporthallen und dort kann man auch schönen Sport machen. Zum Beispiel Fußball oder Handball sind die Klassiker. Und wie wir vor 3 Wochen gesehen haben, kann man auch Leichtathletik in der Halle machen. Ja, aber das sind, wie du schon sagst, alles sehr klassische Sportarten. Also bei mir muss es beim Sport schon richtig abgehen. Zum Beispiel Mountainbiken durch den Wald oder irgendwas Ausgefallenes. Hast du gewusst, dass es jetzt hier an der Uni eine neue Sportart gibt, und zwar eine Sportart mit Köpfchen? Und sogar, du wirst es nicht glauben, der Weltmeister in dieser Sportart trainiert hier und kommt hier aus Saarbrücken. Geschick, Technik, Ausdauer und Emotionen. All das wird bei Heddes verlangt. Wie, ihr kennt Heddes nicht? Diese neue Trendsportart verbindet das Kopfballspiel des Fußballs und die taktischen Elemente des Tennis mit der Beinarbeit des Tischtennis. Gespielt wird mit einem leichten Gummiball auf einer normalen Tischtennisplatte. Nur das Netz wurde etwas verstärkt.
Die Regeln sind vom Tischtennis übernommen. Das heißt, jeder hat 3 Aufschläge. Ein Satz wird bis 11 Punkte gespielt. Auf die Idee gekommen bin ich im Freibad und das ist folgendermaßen geschehen. Wir wollten eigentlich Fußball spielen. Der Fußballplatz war aber belegt. Deswegen sind wir auf die Tischtennisplatte ausgewichen. Die war nämlich frei und dann haben wir gedacht, mit dem Kopf nur spielen, weil mit der Hand wird langweilig. In Saarbrücken spielen Heddes bisher etwa 30 Studenten und ebenso viele freie Spieler. Und dank guter Resonanz wird auch auf anderen Hochschulen verstärkt geköpft. Die Uni Köln bietet auch Heddes an und gerade heute ist der Termin in der Uni Kaiserslautern, wo es darum geht, wann es da eingeführt wird. Außerdem sind große Städte des Heddes auch noch Ravensburg, Mainz, Wiesbaden und Freiburg. Inwieweit gibt es denn jetzt schon konkret Wettkämpfe? Also die Weltmeisterschaften war das große Turnier, das war im Sommer, da war auch nur die Einzelwertung, Herren wie Damen. Und die nächsten Turniere für Winter ist jetzt eins hier in Saarbrücken geplant und dann wollen wir noch eins in Köln abhalten und dann für den Sommer schauen, ob man eine Hochschulsportmeisterschaft machen kann und vielleicht im Vereinsbetrieb da normale Spiele austragen. Und der amtierende Weltmeister kommt aus den eigenen Reihen. Felix Weins hat erst vor einem Jahr mit dem Training begonnen und seine Technik konsequent verbessert. Eigentlich ist es nicht schwer zu erlernen, man muss halt nur ein paar wichtige Sachen beachten, wie zum Beispiel eine richtig tiefe Grundstellung und halt den Punkt, den man anvisiert, halt immer im Auge zu haben. Und wenn man das halt beherrscht, dann kann man schon gut Heddes spielen und alles andere sind Feinheiten, die man halt dann während des Spielens lernt. Hast du eine besondere Strategie oder spielst du einfach drauf los? Flachspielen hoch gewinnen. Auch der Nachwuchs steht schon in den Startlöchern und holt sich Tipps beim Meister. Also es ist schon richtig anstrengend, obwohl es für mich jetzt, ich bin ja erst das zweite Mal heute hier, nur Spaß ist. Aber es macht riesen Spaß. Ich kann es uneingeschränkt weiterempfehlen. Und ich will auch weiterkommen, ja klar. Da kriegt man ja schon beim Zuschauen Kopfweh. Naja, Stefan, aber du kannst ja auch was anderes machen. Zum Beispiel kannst du zum Ultimate Frisbee gehen. Da kannst du 3-mal wöchentlich, auch hier beim Unisport, in der Sporthalle direkt hinter dem Gebäude A41 trainieren und kannst die Scheibe richtig fliegen lassen. Das Ziel dieser Sportart ist nämlich, ähnlich wie beim Rugby oder beim American Football, die Scheibe in die gegnerische Endzone zu bringen. Wir schauen uns das Ganze mal jetzt an. Wer dachte, Frisbee ist nur ein Kinderspiel für den Garten, der liegt falsch. Ultimate Frisbee, wie die Profispieler den Sport nennen, fordert viel mehr als ein bisschen die Scheibe hin und her zu spielen. Schnelligkeit, Ausdauer und Technik sind genauso wichtig wie ein gutes Zusammenspiel zwischen den unterschiedlichsten Spielertypen. Dabei sind die Regeln des Spiels schnell erklärt. Das Spiel wird draußen 7 gegen 7 gespielt. In der Halle, weil weniger Platz, wird es 5 gegen 5 gespielt. Wir haben hier das Spielfeld, wo auf jedem Ende eine Endzone abgetrennt ist. Man darf mit der Frisbee in der Hand nicht laufen, sondern muss sie demnach immer von einem zum nächsten passen, stehen bleiben, wieder werfen. Und das Ziel ist es, in der Endzone auf der anderen Seite die Frisbee zu fangen. Die Ursprünge von Ultimate Frisbee liegen in den USA, wo es 1968 von Studenten aus New Jersey entwickelt wurde. Die Besonderheiten liegen in seiner extrem schnellen und körperlosen Spielweise. Dabei geht es jedoch äußerst fair zu und der Teamgedanke steht im Mittelpunkt. So werden Regelverstöße auch ohne einen Schiedsrichter zwischen den Spielern geklärt. In Deutschland ist das Spiel nicht so verbreitet wie woanders. Das heißt, auf den Weltmeisterschaften sind Länder wie Amerika, wo das halt sehr viel gespielt wird, meistens besser, die schneiden besser ab. Interessanterweise aber auch in Skandinavien sind die Mannschaften sehr gut. Auch in Saarbrücken ist der Sport bislang nur wenigen bekannt. Beim Verein UPS kann man jedoch 3-mal pro Woche spielen und so in kürzester Zeit seine Technik verbessern. Die meisten kommen und können eine Wurftechnik, das ist die Rückhand. Das ist das, was man, wenn man so eine Frisbee in der Hand hat, am ehesten mal ausprobieren würde. Und man lernt dann halt nach und nach noch weitere Wurftechniken, die Vorhand und ein Overhead im Zweifelsfall oder unterschiedliche Dinge. Das lernt man halt nach und nach einfach im Training wie. Wahrscheinlich bei den meisten anderen Sportarten auch. Bis es bei mir allerdings so gut aussieht, wird es wohl noch ein bisschen dauern.
Lass uns mal einen Kaffee gehen. Dies ist ein oft gehörter Satz, insbesondere während der Lernphase, kurz vor den Klausuren. Das Heißgetränk ist eine willkommene Ablenkung, um mal ein kleines Pläuschen mit den Freunden zu halten. Auf dem Campus gibt es dort einige Möglichkeiten, insgesamt 8 Cafés und mehrere Automaten spucken dieses Getränk aus. Man hat also eine große Auswahl an diesen Bezugsquellen, doch welcher Kaffee ist letztlich sein Geld wert und wo ist der Wachmacher am besten? Wir haben uns das mal im großen Orga-TV-Kaffeetest angesehen und diese Frage beantwortet. Was würde der Student wohl ohne Kaffee machen? Studieren wäre ohne das beliebte Heißgetränk sicher um einiges schwieriger. Zu kaufen gibt es ihn auf dem Campus hier an mehreren Orten. Die Jagd nach Koffein kann einen unter anderem ins AC, ins Juristencafé oder in die Cafete führen. Aber wo genau kriegt man denn den besten Kaffee fürs kleine Geld? Wir sind für euch mal durch sämtliche Cafés des Campus gezogen, um das herauszufinden. Den ersten Becher holen wir uns im Juristencafé. Hier überzeugen nicht nur Geschmack und Temperatur, nein, wegen des Sommerschwenkergottes Gerd bekommt das Café auch noch ordentlich Servicepunkte. Die nächste Station in unserem Test ist die Cafete im BWL-Gebäude. Wie liebevoll der Kaffee hier zubereitet wird, ist leicht zu erkennen. Auch sonst fällt die Begeisterung eher gering aus. Hier gibt es hauptsächlich Punkte für den Schaum. Auf unserem Weg liegt nun das Europa-Institut. In dessen Keller befindet sich ein sehr hochfrequentierter Kaffeeautomat. Ob dieser nur durch seine hübsche Bedienung besticht? In der Kategorie Preis-Menge ist der Automat ganz vorne dabei. Auch im Geschmack braucht er sich nicht zu verstecken. Für das schöne Bild geben wir auch im Service 3 Punkte. Philosophieren kann man hier bestimmt gut. Aber wie sieht's denn mit dem Kaffee aus? Wir freuen uns zunächst über die Verpackung. Endlich mal im Buhl. Abzüge gibt's hier erstmal nur fürs Handling. Dass der schöne Schein trügt, sieht man in der Grafik. Geschmack, Temperatur, Schaum und Service. Mangelhaft. Campus Imbiss Café, kurz ZIC. Für diesen Becher nur 2 Designpunkte in dem auch sonst eher funktional gehaltenen Ambiente. Und an der Kasse hätte man ruhig auch mal lächeln können. Doch der Rest ist mehr als überzeugend. Diesen Blick kann man im Café der katholischen Hochschulgemeinde genießen. Alles, was man hier bekommt, ist aus fairem Handel. Teuer ist der Kaffee deshalb aber nicht. Nur 1,30 Euro und sehr geschmackvoll. Die hier ehrenamtlich arbeitenden Studenten servieren uns sogar noch ein Schokolädchen. Deshalb durchweg gute Benotung. Das wohlbekannteste Café auf dem Campus, das AC. Routiniert wird hier ein wohltemperierter Kaffee zubereitet. Zu beklagen gibt es nichts, allerdings sticht es auch durch nichts besonders hervor. Wir nähern uns langsam dem Ende unserer Kaffeefahrt. Im Mensa-Café kann man sich mit dem Studentenausweis dieses hier leisten. Für einen vermeintlich niedrigen Preis bekommt man jedoch auch nur eine sehr kleine Menge. Da bargeldlos, allerdings eine Überlegung wert, zumindest wenn Eile geboten ist. Denn der Rest passt. Den letzten Kaffee für heute trinken wir im Canossa. Hier finden wir nicht nur die wohl schönste Tasse des Tages, sondern daneben auch noch einen Keks. Auch der Geschmack überzeugt uns sehr. Davon hätten wir halt gerne etwas mehr gehabt. Am Ende des großen Orga-TV-Kaffeetests steht folgendes Ergebnis. Das Café der KHG und das Juristencafé teilen sich 22 Punkte. Die goldene Bohne geht jedoch an das KHG-Café, weil wir dort eben noch Schokolade bekamen. Nur knapp Dritter mit 19 Punkten, das Canossa.
Mit nur 11 Punkten schnitt die Cafete im BWL-Gebäude am schlechtesten ab. Die goldene Kaffeebohne geht also an das Café der katholischen Hochschulgemeinde. Dort war der Kaffee definitiv am leckersten. Naja, definitiv kann man vielleicht nicht sagen, denn die Entscheidung am Schluss war ganz schön knapp. Das Juristencafé lag auch sehr weit vorne. Entscheidend war letztlich das Täfelchen Schokolade, das wir bei der katholischen Hochschulgemeinde noch bekommen haben. Das war sozusagen das i-Tüpfelchen. Schokolade bekommt ihr aber nicht nur im Café der katholischen Hochschulgemeinde. Nein, Schokolade könnt ihr natürlich auch bei uns gewinnen. Auch diese Woche war unser Quizmaster Tobias Knapp wieder im Quizbus unterwegs und hat euch mit Fragen gelöchert. Und jetzt Quizbus. Du? Wenn jemand Eulen nach Athen trägt, was tut er dann? Was Spannendes? Also, was Sinnloses? Ich bin nicht aus Deutschland, also ich spreche ganz nicht so gut auf Deutsch. Nein, also, aber du kannst, wir können uns doch gerade super unterhalten. Nee, aber dann wiederholen noch deine Frage, weil ich verstehe nicht. Okay. Wenn jemand Eulen nach Athen trägt, tut er dann was Spannendes, was Langweiliges, was Sinnloses oder was Gefährliches? Was spannend. Spannendes? Ja, was spannend. Sicher? Weiß ich nicht, weil ich sowieso verstehe nicht deine Frage. Ach so. Okay, weißt du es? Weiß ich nicht. Also spannend finde ich auch. Du würdest auch sagen spannend? Hast du schon mal gehört, das Sprichwort? Eulen nach Athen tragen? Wenn jemand Eulen nach Athen trägt, dann tut er deiner Meinung nach was ganz besonders Spannendes. Also ich kann das nicht erklären. Ich bin Französin. Ich spreche Deutsch, aber nicht so gut. Okay. Gut. Entschuldigung, akzeptiert. Er tut was Sinnloses. Aber an welchem Meer Portugal liegt, weißt du bestimmt. Also ich gebe dir mal ein paar Sachen vor. Ich hätte den Indischen Ozean anzubieten, das Mittelmeer, den Pazifik und den Atlantik. Indischen? Portugal. Ja, ich weiß nicht, ich hab vergessen. Atlantik, oder? Jetzt musst du dich schon entscheiden, zwischen Atlantik. Indischem Ozean und dem Atlantik. Atlantik. Ja? Wir bleiben bei A, dem Atlantik? Ja. Cool, dann hast du ja richtig geantwortet. Und das heißt für dich, du hast jetzt Schokolade gewonnen. Und das hier ist alles deins. Okay. Dankeschön. Und die Karte. Tschüss. Also, meine Frage an dich. Wo lebten denn die Azteken? Die Azteken. Was ist das denn? Die Azteken. Die Azteken, ja? Die lebten entweder in Peru oder in Mexiko, in Guatemala oder in Ecuador. Peru. In Peru, ja. In Machu Picchu zum Beispiel. Da bist du dir sicher? Ja. An deiner Stelle wäre ich mir da nicht so sicher. Doch, doch. Doch, ich bin sicher. Also gut. In Peru lebten die nach meiner Karte hier aber nicht. Nein, sondern in Mexiko. Aha. Peruaner. Ja, genau. Na, wer hat den Fehler entdeckt? Wir hatten bei der Frage, an welchem Meer liegt Portugal, die falsche Antwort markiert. Wir hatten das Mittelmeer markiert, aber natürlich liegt Portugal am Atlantik. Und die Mitspielerin hat das auch richtig gewusst. Kommen wir nun zu unserem Tipp des Tages. Eigentlich genau genommen haben wir heute zwei Tipps für euch, denn heute Abend kommt um 22.30 Uhr auf Arte ein Film von John Harlan, der nennt sich Stanley Kubrick, ein Leben für den Film. Dabei wird Kubrick, der amerikanische Regisseur, dessen Kindheit wird beleuchtet,
und viele Episoden aus seinem Leben. Es werden unveröffentlichte Amateuraufnahmen aus dem Privatarchiv des öffentlichkeitsscheuen Regisseurs gezeigt. Und eine kleine Sensation des Dokumentarfilms sind die von Kubricks Vater auf 16 mm gedrehten Filmaufnahmen, die den damals 10-jährigen Stanley beim Tanzen zeigen. Kein geringerer als Tom Cruise begleitet den Zuschauer als Konferencier und Offsprecher durch den Film und zeigt eine Mischung aus Nachruf und filmischer Biografie. Das ist der Tipp für heute und Stefan hat noch den Tipp für morgen. Genau, wer etwas mehr auf Spielfilme steht, dem sei morgen ebenfalls auf Arte Eyes Wide Shut mit Tom Cruise und Nicole Kidman empfohlen ab 20.40 Uhr. Das Ganze findet ihr auch nochmal auf unserer Homepage Orga TV. Dort könnt ihr uns eure Meinung zu dieser Sendung mitteilen. Auf orga.tv seht ihr auch einen Link zu unserem Podcast. Der Podcast erscheint jeden Freitag, ist natürlich kostenlos für euch und meist haben wir Themen aus der Medien- bzw. Internetbranche für euch bereitgestellt. Kommen wir nun zu unserer alten, neuen, alten Telekolumne. Wir haben unseren Telekolumnisten wieder gewinnen können. Er hat jetzt wieder eine neue Folge mitgebracht. Alex Welt seht ihr jetzt im Anschluss. Wir verabschieden uns schon einmal. Bis nächste Woche, 18.18 Uhr auf www.orga.tv. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Wie kannst du das eigentlich mit dem Streik hier von der Bahn? Ich kam am Donnerstag noch nicht mal auf die Arbeit hierher. Ja, ich finde es eigentlich schon relativ schlimm, vor allen Dingen, weil es auch schon so lang geht und die jetzt auch überlegen, den Streik unbefristet zu lassen. Vor allen Dingen, ich fahre jetzt am Donnerstag nach Hause und weiß noch nicht, ob das funktioniert. Das ist richtig scheiße. Ja, immer noch in Tuttlingen. Das ist im Sinn von Baden-Württemberg. Ich weiß, dass du es nicht kennst. Geografie war ja nicht so dein Ding, aber... Ja gut, ich komme ja auch bei dir aus der Pfalz, obwohl ich nicht aus der Pfalz komme. Ja. Nee, aber wie gesagt, ich finde es alles irgendwie ja schon recht ärgerlich, vor allen Dingen diese unberechtigten, ja oder beziehungsweise übertriebenen Forderungen von teilweise 30% mehr Lohn. Ich weiß, ich finde es in Ordnung, sicherlich in anderen EU-Staaten verdienen die deutlich mehr, aber von 0 auf 100, 30% mehr ist doch schon recht happig und ich finde es etwas überzogen, da sollten sie doch mit ihren Forderungen etwas weiter nach unten gehen. So unfair fand ich es nur, dass du am Donnerstag nicht für meine Aufsicht eingesprungen bist, weil ich wegen der Bahn... nicht hierher konnte. Ich bin grundsätzlich gegen Streiks. Gegen Streiks. Also, aber sonst hat man keine andere Möglichkeit, seine Meinung also es gibt ja ein gewisses Streikrecht, es gibt es auch mit Berechtigung. Nur es muss einfach im gewissen Verhältnis stehen. Und dieser Streik steht in keinem Verhältnis. Das ist dann ja erstmal... Das Ultimatum ab und dann muss ein neues Angebot da sein. Und dann wird sich zeigen, ob der Streik eben wirkt oder nicht. Nee, das ist falsch. Erstmal wird sich herausstellen, ob das Angebot gut genug ist, um neue Verhandlungen über dieses Angebot aufzunehmen. Das wird den GDL entscheiden und wenn sie es für, verhandlungswürdig erachtet, dann wird verhandelt und wenn nicht, dann wird eben weiter gestreikt. Was natürlich für mich schlecht wäre, weil ich ja auf die Bahn angewiesen bin. Ja, aber die haben ja Notfallpläne erstellt. Ja, ich weiß. Zwischen Mainz und Saarbrücken. Die funktionieren schon. Das sind nur kleine Käfer. Ich fahre auch ICE. Du fährst Regionalbahn, ich ICE, ja. Da sieht man den Unterschied. Den Unterschied zwischen uns zwei, oder was? Mensch, Alex. Also so langsam begibst du dich auf das Niveau. Ich glaube, ich muss dich der Knüppel ist auf der anderen Seite, sonst würde ich den Stuhl mal ein Stück runterlassen. Ja, es war ein Joke am Rande. Leute, die hier arbeiten. Kam gut an, glaube ich. Ja, alle haben gelacht. Das Kamerakind lacht zumindest. Ja. Okay. Gut, dann macht mal was aus eurem. Achtung, hier, wir sind schon beim... Ah, ja, gut.